sprechen wir mit ihm jetzt hier und dann gucken wir weiter. So, den Speer können wir mal verbessern. Den Bogen, warum können wir den Bogen verbessern? Ich hab's total vergessen, warum. Und die Peitsche können wir verbessern. Ja, super. Hab hier schön viel Level-Kram vor mir. Aber, ja, wir sehen uns dann gleich beim Wasserpalast. Also, ja, dann bis gleich. So, hier sind wir auch wieder. Und was sehen wir denn hier? Hier sind kleine Fischis, die wir schon kennen, meine ich. Rotzpiranha, ja, das sind immer noch dieselben. Und, ja. Wir sehen uns, glaube ich, gleich wieder, weil ich muss... Ich gehe lieber nochmal zu Raffi. Also, wir sehen uns gleich hier wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt noch einmal bei ihm übernachtet, um die Mana aufzufüllen und um zu speichern. Und ich habe noch so Walnüsse eingekauft. Zwei. Und ja, ich denke, es kann weitergehen. Und hier sehen wir auch schon wieder neue Gegner. Eine Poseidon-Kröte. Nennt sie sich selber. Sie hat so eine Art Dreizack in der Hand. Oder Harpune oder sowas. Ich würde eher sagen Dreizack. Wegen Poseidon ist ja... Ist das so ein Wassergott oder so? Ne, ist ja jetzt auch... Ist jetzt auch nebenbei gesagt. So. Okay, haben wir das auch mal geschafft jetzt. Ja. Dann gucken wir mal, was uns da oben erwartet, wenn hier schon überall Gegner lauern. Und er bewegt sich schon automatisch. Und wer ist das? Aquaria. Renn, schnell weg. Wen habt ihr denn da gestatten? Ich bin Markus vom Imperium. Gebt mir sofort den Samen oder Aquarium muss sterben. Nein, tut es nicht. Was macht ihr? Aushändigen, wegrennen. Jetzt haben wir die Auswahl. Ich mache aushändigen, weil wegrennen, das bringt nichts. Dann kommen wir irgendwann hier wieder bei dieser Diskussion an. Das bringt nichts. Wenn nur waste time. Guter Junge. Endlich haben wir den Samen. Jetzt können wir das Siegel brechen. Das wagt ihr nicht. Soll ich euch etwas Lustiges erzählen? Ja, mach mal. Hier ist auch schon unser achter Boss. Die kommen hier nacheinander. Ihr werdet jetzt sterben. Hahaha. Jabberwocky? Oder Jabberwocky, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der Name. Und ja. Das ist ein Drache. Wie ihr seht. Mit zwei Köpfen. Ich weiß jetzt auch nicht, was gegen ihn anfällig ist. Ich muss es einfach mal ausprobieren. Schlammbombe, haut schon mal rein. Ich denke nicht, dass Frost irgendwas Großes bei ihm anrichtet, aber gut. Man kann es ja mal ausprobieren. Ah, die Hälfte ungefähr. Naja, lohnt sich nicht. Können wir mal. Oh, sie könnte mal heilen, das wäre ganz nett. Und in der Zeit könnte sie nochmal Schlammbombe machen. So. Ach, manchmal zaubern sie nicht, wenn sie irgendwie gerade anderes, besseres zu tun haben oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie nervt das manchmal. Ach, scheiße jetzt. Sorry, ja. Ja, komm, mach ich noch kurz Efeu-Dingens, dann gebe ich ihr noch eine Walnuss und dann ist auch schon fast tot. Denn hier sehen wir auch schon wieder, dass er seine zweite Form erreicht hat. Nämlich, dass ein Kopf ab ist. Mitsamt Hals. Jo, dann machen wir mal die Walnuss auf ihr. Und ich verklicke mich hier und dann machen wir noch alle heilen und ich schlag nochmal drauf. Oder auch nicht. So, und dann hat
Nein, nein, ja, ja, fast haben wir es. Wir haben es fast. Sagen wir es so. So. 90, warum nur noch 90? Ah, gut. Rocky braucht man später auch ziemlich oft eigentlich bei bestimmten Gegnern. Deswegen ist es auch ganz wichtig, den besonders zu trainieren. Also Froster und so, die sind bei der Kobolde nicht so wichtig eigentlich. Ah gut, damit hätten wir den auch schon wieder besiegt. Und wie immer kriegen wir einen neuen Orb. Das heißt, schön viel Level für mich. Das mag ich aber. Und weiter geht's. Bogenorb. Jetzt haben wir noch einen Bogenorb, oder wie? Jetzt können wir den schon auf 3 machen. Ja, super. Wie gesagt, umso höher das Level, desto länger braucht es natürlich auch, bis man dieses Level erreicht hat. Oder das ist so. Egal, ihr wisst es. Victor, was machst du noch einmal hier? Für das erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten. Imperiums. Keines der Monster, das sie nach Pandora geschickt haben, ist noch am Leben. Das hier habe ich übrigens gefunden. Müssen sie verloren haben. Ja. Noch ein Peitschenorb. Wieder auf 3. Ja, super. Luxi, die Zeit rennt uns davon. Ich werde schon einmal nach Hause gehen und dort nach dem Rechten schauen. Denk dran, reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Reisebüro am Quelldorf kann dich ins Hochland befördern. Hochland, das ist, 4 Jahreszeiten, meine ich. Hier, ja. Benutze das Schwert, um den Mana-Samen Benutze das Schwert, um den Mana-Samen wieder zu versiegeln. Tut mir leid, ich war gerade abgelenkt, weil ich auf die Uhr geguckt habe. Ich trinke mal irgendwas. Kraft des Samens erhalten. Ja, das ist schön. So, ja. Hätten wir das auch. Sperren sie noch kurz ein. Und what the fuck? Habe ich was vergessen? Ja, habe ich was vergessen. Muss ich nochmal mit ihm sprechen oder wie? Ich muss unbedingt mit dem Wahrsager Luna reden. Bis später. Ja, was denn jetzt? Dunkle Mächte sind hinter dem Mana-Samen her. Du musst sie um sie zu besiegen, musst du zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste dieser Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert durchbist. Gehe zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Luna zu treffen. Er hilft dir weiter. Na, das ist gut. Ja, dann kommt, lass mich hier raus. So, jetzt soll es aber gehen. Ja, jetzt geht's. So. Dann gehen wir auch direkt mal zum Quelldorf. Oder nahe des Quelldorfs. Zum Kanoni-Reisebüro. Denn wie Victor schon sagte, können wir von da aus jetzt ins Hochland. Also ein ganz neues Gebiet von, also die, dass wir jetzt so an sich gar nicht bereisen können, sondern nur mit der Kanone. Später können wir das noch so erreichen, aber dazu komme ich vielleicht noch. Ja, komm, ist jetzt egal. Hier ist es auch schon. Kein langer Weg, ganz ehrlich. So, da ist er. Hochland. Wir wollen ins Hochland, bitteschön. Ich meine, es ist ja 4 Jahreszeiten. Ja, es ist ja. Nein, ja doch. 4 Jahreszeiten, weil der kommt jetzt. Und wie der Name schon sagt, sie sind dort die 4 Jahreszeiten vertreten. Und in jedem Gebiet findet man wieder neue Gegner und so weiter. Ja. Das ist sehr schön.